guten Morgen aus diesem wunderschönen Flussbett. Wir sind östlich von Windhoek und haben hier die letzten Tage verbracht und dachten uns, heute beantworten wir mal ein paar Fragen, die ihr so habt. Yay! Okay, Frage Nummer 1. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ja? Warum läuft Macho immer ohne Leine und Lotta mit? Wichtige Frage, die ganz oft kommt. Also, Lotta hat einen Jagdtrieb. Das heißt, immer wenn sich irgendwas bewegt, sei es jetzt ein Vogel, ein Reh, ein Hase oder auch Menschen irgendwo in der Ferne, dann rennt sie da hinterher. Wir trainieren das und wir sind dabei, einen Rückruf zu trainieren. Aber es ist einfach nicht so, dass wir darauf vertrauen können, dass Lotta zu 100% zurückkommt und halt nicht diesem Jagdinstinkt folgt. Deswegen machen wir das zu ihrer und zu der Sicherheit von allen anderen Menschen und Lebewesen um uns rum, dass Lotta halt an der Leine ist. Und bei Macho ist es eben nicht so. Der ist ziemlich gut an uns orientiert, der kommt zurück und der jagt nicht. Deswegen kann der ohne Leine laufen. Merkt euch das jetzt mal, ich will nicht schon wieder 15 Kommentare dazu kriegen in jedem Video, Mann. Hattet ihr schon irgendwelche beängstigende Tierbegegnungen? Nein, hatten wir noch nicht. Eine Frage, die sehr oft kommt. Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier in Namibia, wo es schon tendenziell mehr Wildtiere gibt, auch außerhalb der Nationalparks ein bisschen mehr gucken müssen. Auch wenn wir jetzt hier wie in so einem Flussbett stehen, man sieht hier überall so kleine Fußspuren. Hier sind immer wieder Tiere unterwegs, deshalb sitzen wir abends nicht mehr im Dunkeln draußen. Oder wenn wir im Dunkeln draußen sitzen, dann haben wir ein Feuer. Aber in der Regel gehen wir dann einfach in den Bus. Genau, einfach um sicher zu gehen. Das war vorher nicht so, aber seit Namibia achten wir da schon vermehrt drauf. Coffee Stuff. In 3 Tagen kommt meine Familie zu Besuch und dann gibt es endlich wieder guten Kaffee. Nee. Haben wir das schon erzählt? Das ist, also, das ist ja ein viel diskutiertes Thema. Wir reisen zwar durch Afrika, wo Kaffee wächst, aber in den afrikanischen Ländern, in denen wir jetzt waren, wächst nicht der Kaffee, den wir gerne trinken und der wird auch nicht so geröstet, wie wir ihn gerne trinken. Deswegen hatten wir über den Großteil der Reise schon Probleme, den Kaffee zu bekommen, den wir gerne trinken. Und dachten, dass es in Namibia besser wird, weil ja, es hier einfach eine andere Infrastruktur gibt. Es gibt auch viele Röstereien hier, aber leider schmeckt er uns nicht so gut. Ja. Das sind sehr schlimme Probleme, die wir hier haben. Naja. Wir sind nämlich große Fans von Specialty Coffee und das Besondere daran ist, dass der nicht nur in der Regel sehr fair produziert wird und die Kaffeefarmer deutlich besser bezahlt werden als von dem großen Massenproduktionen, sondern der schmeckt halt auch deutlich besser, weil da nämlich ein ganz anderes Handwerk drin steckt. Und den gibt es unter anderem in Ostafrika, in Kenia und Äthiopien sind sehr, sehr bekannte Kaffeeländer. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns das mal mit eigenen Augen angucken können. Ach ja, und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann checkt mal bei uns auf Instagram. Wir haben eine ganze Highlight-Story dem Thema Kaffee gewidmet. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer in die ganze Thematik ein, falls euch das interessiert. Kocht ihr auf Gas und ist das einfach in Afrika zu bekommen? Ja, wir kochen auf Gas, wie ihr sehen könnt. Und unsere Taktik ist, dass wir uns halt hier immer solche Flaschen besorgen mit einem Kochaufsatz. Die sind nicht in jedem Land gleich. Das hier ist tatsächlich schon unsere 3. Flasche. Die haben wir in Namibia gekauft. Wir hatten davor schon 2 andere. Die halten in der Regel so 2 bis 3 Monate. Manchmal kann man sie wieder befüllen. Manchmal passt der Anschluss nicht. Da müssen wir eine neue kaufen. Aber bis jetzt hatten wir nie Probleme, in irgendeinem Land auf dieser Reise Gas zu bekommen, weil das auch hier sehr weit verbreitet ist zum Kochen. Also ja, schwierig wird es, glaube ich, wenn man sich so einen großen Gaskocher kauft, der nur einen bestimmten Anschluss für eine bestimmte Flasche hat und dann darauf angewiesen ist, diese Flasche immer wieder zu befüllen. Das kann tatsächlich schwierig werden in manchen Ländern, aber wenn man, so wie wir, ab und zu mal die Gasflasche wechselt, um halt den passenden Anschluss zu haben, dann kein Problem. Kaffee. Thanks. Okay, habt direkt die nächste Frage. Seid ihr noch zufrieden mit eurem Ausbau? Ja, ich bin schon zufrieden mit dem Ausbau. Wir haben es jetzt schon oft angesprochen, dass wir eigentlich gerne ein Hochdach hätten und haben zwischenzeitlich auch überlegt, ob das nicht irgendwie umzusetzen wäre. Aber haben uns jetzt dagegen entschieden, weil es einfach teuer ist und auch nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Also theoretisch wird man bestimmt irgendwie so ein Aufstelldach nach Südafrika importieren können und das da auch irgendwie einbauen können.
Aber das ist dann natürlich eine Frage des Geldes und da wollen wir jetzt keine 8000 Euro für ausgeben, die wir nicht dafür zur Verfügung haben, um hier mal schön so ein kleines Luxus-Upgrade zu machen. Deswegen. Und sonst? Sonst ist nett. Also ich meine, hat ja nicht viel Wahl. Also die Bank kann man ja nicht groß anders machen und das Bett. Das Einzige, was wir halt anders hätten machen können, ist eine große Schrankwand da hinten. Aber dann hätte uns halt das eine Fenster komplett gefehlt und ich muss sagen, geht doch so. Ja. Ja. Was vermisst ihr an eurem alten Van? Gut, wir wissen alle, was wir vorhin spontan haben, ne? Gute Frage. Also ich würde sagen, vor allem das Interieur. Der war schon sehr lang. Das hat teilweise schon etwas genervt, weil wir echt Probleme hatten, manchmal irgendwo lang zu kommen. Aber so drin, dieses Ganze, so gerade wenn ich mir Fotos angucke, das war schon sehr geil, dass wir drin einfach dieses feste Bett hatten. Und wir hatten einfach so viel Platz. Es konnte eine Person hinten im Bett liegen und chillen. Eine Person konnte vorne auf dieser kompletten Eckbank chillen, wo irgendwie auch nochmal 4 oder 5 Leute Platz gehabt hätten. Und man konnte parallel noch auf Toilette gehen. Man konnte, keine Ahnung, eine Person konnte auch arbeiten, während die andere Person gekocht hat. Naja, ja, ich denke auch schon auch oft dran zurück. Ist leider nicht ganz so ausgegangen, die Story, wie wir uns das erhofft hatten. Also wir haben den ja verkauft und die beiden, die den gekauft haben, haben ihn leider nie wirklich genutzt. Obwohl sie eigentlich vorhatten, damit auch Langzeit zu reisen. Und jetzt wurde er halt weiterverkauft. Und irgendwie finde ich es ein bisschen schade, weil wir den dafür ausgebaut haben, dass er halt immer in Benutzung ist und dass halt jemand, so wie wir, damit sich seinen Traum erfüllt, um die Welt zu fahren. Und das ist halt bis jetzt nicht passiert. Und irgendwie, ja, ist ein bisschen schade, dass dieses Auto halt jetzt seit 1,5 Jahren rumsteht. Was willst du machen? Und ein weiterer Vorteil, den dieses Auto hatte, ist, dass man da eben nichts hin und her räumen musste, wenn man losfährt. Ist hier ein bisschen anders. Wobei ich aber jetzt, bevor jetzt Leute sagen, ja, warum habt ihr den verkauft, warum habt ihr nicht behalten, das wäre definitiv nicht das richtige Auto für diese Reise gewesen. Also es ist einfach viel, viel zu groß. Wir wären nicht dahin gekommen, wo wir eigentlich hinkommen wollten. Zum Beispiel hier auf diesem Platz wären wir auch nicht gekommen. Wir wären durch Nigeria über diesen Bergpass niemals mit diesem Auto gekommen. Das wäre einfach nur komplett Schrott gewesen danach. Deswegen ist das hier schon, wäre nie angekommen. Die bessere Wahl, dieses kleine Auto. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden Vanlife Europa machen, wieder in so einem Auto unterwegs zu sein. Ist schon sehr komfortabel. The next question. Wie kriegt ihr das mit dem vielen Zeug hin in diesem Auto? Wie kriegt ihr so viel Zeug unter? Indem wir einfach alles vollstopfen und es halt immer dahin räumen, wo es uns am wenigsten stört. Ja. Also wir räumen halt immer, also hier hinten ist eine große Ablagefläche, wenn wir fahren. Und da wir hier ja auch schlafen, mussten die ganzen Sachen dann halt irgendwie woanders hin, wenn wir halt an einem Platz sind. Das heißt, dann kommen die vorne auf die Sitze. Das ist wirklich nicht optimal, aber anders geht's halt nicht. Und wir haben halt auch ein bisschen viel Zeug jetzt angesammelt. Also, naja, andererseits, das hier sind halt zum Beispiel alles Essensvorräte und die brauchen wir halt schon. So, ja, naja. Ist, was es ist. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir, glaube ich, von den Leuten, mit denen wir so gereist sind, zu denen gehören, die ja noch am wenigsten Zeug dabei haben. Weil nicht die ganzen Leute mit Dachzelt, die unten in ihrem Auto sich nicht aufhalten, eigentlich viel mehr Zeug haben, weil die können nämlich alles vollstopfen. Das ist dann auch bis unter die Decke voll mit Kisten, weil die ja unten nicht sitzen müssen. Das ist ja bei uns nicht so. Wir haben ja schon sehr viel Luft hier drin, weil wir halt hier drin wohnen. Deshalb sind wir immer noch recht minimalistisch. Es gibt andere Leute, die haben Weingläser dabei. So, dann, Achtung, Leute. Geht's mal weiter nach Windhoek. Na komm, Lotta will mal vorne sitzen. Hier muss ich da fahren, Baby. Oh je. Das ist genau das, was wir vorhin meinten. Es ist einfach cool, mit diesem Auto wirklich auch in schwierigere Gebiete zu fahren. Also im Sinne von auf sandige Untergründe über Felsen, weil da sind halt häufig die schönsten Plätze. Und mit dem Sprinter wären wir auf kaum einen unserer Stellplätze auf der gesamten Reise gekommen, weil das immer irgendwie so ein bisschen anspruchsvoller war. Und das ist einfach schön, sich hiermit keine Gedanken machen zu müssen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr zu wenig Zeit an den Plätzen habt, dass ihr euch gehetzt fühlt? Nee, nee. An den Plätzen. Generell? So. Generell auf der Reise, würde ich nicht sagen. Wir können das ja, wir haben ja das große Glück, das alles selbst frei bestimmen zu können. Also wir haben uns ja selber den Zeitrahmen gesetzt und wir sind immer genau so lang geblieben, wie wir halt wollten. Ja, manchmal auch länger, weil wir auf irgendwelche Sachen warten mussten. Aber tendenziell
würde ich sagen, sind wir eher langsam unterwegs. Einige Leute, mit denen wir zusammen unterwegs waren, sind jetzt schon in Südafrika. Die reisen deutlich schneller als wir. Ich muss sagen, wir tendieren manchmal dazu, so ein bisschen zu versacken. Das nervt dann auch so ein bisschen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn wir es mal so hinbekommen, dass wir so ein gutes Tempo drauf haben, wo man was sieht, aber eben nicht irgendwie so komplett versackt einfach. Jetzt müssen wir erstmal die Reifen wieder aufpumpen. Die waren bei nur einem Bar, damit wir durch den Sand fahren können. Jetzt, wo wir wieder auf festerer Straße sind, kommt wieder ein bisschen mehr Druck drauf. Jetzt hier östlich von Windhoek verbracht, weil wir einfach noch mal aus der Stadt rauskommen wollten. Wenn ihr das Video letzte Woche geguckt habt, dann wisst ihr ja, dass wir gerade auf Ersatzteile warten, um unseren Bus hoffentlich diese Woche noch mal durchchecken zu lassen und zu reparieren. Und diese Wartezeit ist jetzt um, also heute ist Montag und angeblich soll heute alles da sein. Deswegen fahren wir jetzt wieder rein in die Stadt und schauen uns das mal an. Es hat auf jeden Fall gut getan, jetzt noch mal rauszukommen. Und es ist auch gut für unsere Geldbörse, weil die Campingplätze in Windhoek sind schon ziemlich teuer und das ist auf Dauer einfach zu viel. Deswegen hatten wir jetzt noch ein paar schöne Tage in der Natur und jetzt geht's wieder in die Stadt. Nutzen wir die Fahrzeit für ein paar weitere Fragen. Wie viele Kilometer sind wir schon gefahren seit Deutschland? Ich glaube über 30.000. Wir sind jetzt bei 121.000. auf dem Tacho. Ja, ziemlich genau 30, nee, mehr sogar. Ja, paar 32. 32.000. It's a lot, eh? Aber in 15 Monaten, also. Habt ihr jemals daran gedacht, die Reise abzubrechen? Nicht ernsthaft, aber es gab natürlich den einen oder anderen Moment, wo wir uns irgendwie schon gedacht haben, scheiße, was machen wir eigentlich? So, gerade in Westafrika hatten wir schon so ein paar Momente, wo wir ein bisschen gestruggelt haben, wo einfach alles anstrengend war. Wo wir uns schon gedacht haben, irgendwie haben wir gerade nicht mehr so Bock. Aber es war nie ernsthaft eine Option zu sagen, wir drehen jetzt rum oder keine Ahnung, wir packen das Auto auf ein Schiff und fahren wieder zurück. Oder? Nö. Ja. Die schwierigen Momente sind dann auch vorbeigegangen und dann kamen immer wieder schöne Momente und ja. Ich glaube, es ist dabei halt wichtig, so für sich selber einen Moment festzulegen, wo man sagt, so jetzt wäre der Moment abzubrechen, aber dass man sich schon ein bisschen Freiraum gibt, um auch zu sagen, es ist auch okay, wenn es mal scheiße ist, und es ist auch okay, wenn es mehrere Wochen mal nicht so Spaß macht. Nur wenn man halt irgendwie merkt, dass man monatelang keinen Spaß daran hat, das ist was anderes. Aber wenn kurzfristig mal irgendwas nicht perfekt läuft oder es keinen Spaß macht, das gehört halt dazu. Das kann immer passieren, dann sollte man vielleicht nicht direkt abbrechen, aber ja, wenn man merkt, dass es gar nicht mehr geht, dann ist es natürlich besser. Und wir haben uns von Anfang an auch gesagt, dass wenn wir aus irgendeinem Grund merken, dass es nichts für uns ist, dann ist es okay, wenn wir abbrechen. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich einzugestehen, dass man halt sich den Freiraum zu lassen. Wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Wir konnten es ja vorher nicht wissen, ob diese Reise was für uns ist oder nicht. Wir haben es halt einfach probiert und haben es dann durchgezogen und ich bin sehr, sehr froh darüber. Ja, auf jeden Fall. Immer noch happy am Reisen oder vermisst ihr das Home Life? Ich vermisse es auf jeden Fall, aber das muss ich ja nicht ausschließen. Also ich bin happy am Reisen, aber ich vermisse trotzdem alles, was zu Hause auf mich wartet. So das Größte, glaube ich, für mich sind einfach so die sozialen Kontakte, weil wir wirklich ja immer zu zweit aufeinander hängen und klar treffen wir zwischendurch auch mal andere Leute und haben eine gute Zeit mit denen, aber es ist einfach nicht so, wie wenn man zu Hause in Deutschland wohnt, dass man irgendwie eine Freundin anrufen kann und dann trifft man sich mit jemandem, sondern das, ja, wir sind halt sehr secluded, sehr abgetrennt von unserem normalen Sozialleben und das macht mir schon ziemlich zu schaffen. Und gleich die Anschlussfrage hinterher, was ist das Schwierigste am Reisen? Also ich würde sagen, was Zoe gerade gesagt hat, ist definitiv ein Faktor davon. Generell würde ich sagen, auch ist eine Schwierigkeit auch, dass man überhaupt keine Chance hat, sich irgendwie richtige Routinen aufzubauen, weil sich jeden Tag alles ändert. Das kann
über die Zeit auch ein bisschen anstrengend sein. Und was ich jetzt auch für mich so gemerkt habe, was mich manchmal ein bisschen beschäftigt, ist, dass man auf dieser Reise wirklich nur diese Reise hat. Und das ist von außen betrachtet ja oft auch so ein sehr romantisierter Gedanke, dass man so zu 100% in dieser Reise drinsteckt, was ja auch sehr cool sein kann. Aber manchmal wäre es auch schön, wenn man so Zeit hätte, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber das ist halt sehr schwierig, wenn man wirklich so dauerhaft am Reisen ist. Und ja, ich denke, also das sind für mich so die Herausforderungen. Warum ist Namibia eine Reise wert? Es ist schön und ich würde sagen, für Leute, die gerne mal was ganz anderes sehen möchten, als man es so aus Europa kennt, aber auch diesen Komfort genießen, den man hat, also den man gerade hier in Namibia auch hat, mit coolen Lodges, gute Infrastruktur und so weiter, ist es eigentlich ein besonders gutes Land zu reisen, weil es halt wirklich einfach ist. Also gerade im Gegensatz zu anderen Ländern, die wir bereist haben, ist Namibia, glaube ich, ein Land, von dem ich sagen würde, dass es eigentlich für die meisten Leute, die gerne reisen würden, wäre das ja auch ein Land, wo man eine gute Zeit haben kann. Ja, es gibt halt einfach ein krasses Angebot, so, ja, also ein touristisches Angebot, und es ist sehr komfortabel zu reisen. So diese ganzen Schwierigkeiten, die wir teilweise in westafrikanischen Ländern hatten, die haben wir halt hier nicht. Also highly recommend. So, jetzt mache ich mal Fenster wieder auf, wir haben gerade extra, damit es nicht zu laut wird, die Fenster zugemacht und es wird heiß hier drin. Ja. It's a little bit of shadow. Dann nehmen wir den dann. Pause. Wir fliegen hier richtig über die Straße. Das ist eine Asphaltstraße bester Qualität. Da können selbst wir mit 90 rüberfahren. Also sind quasi schon fast da. Aber wir machen jetzt nochmal kurz Gassi. Wollt ihr Gassi? Wollt ihr nochmal Pipi? Na komm. Ich brauche was zu essen. Ich raste sonst aus. Ich werde hangry. Was können wir essen? Ich weiß nicht. Müsli? Können wir Müsli essen? Ja. Könnt ihr euch perspektivisch vorstellen, wieder in ein normales Angestelltenverhältnis zu gehen? Weder Zoe noch ich waren jemals in einem normalen Angestelltenverhältnis. Ich habe davor in der Filmbranche schon selbstständig gearbeitet. Und nein, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, für jemand anderen zu arbeiten. Und das, denke ich mal, wird auch nicht passieren. Wir haben uns ja hier schon einiges aufgebaut und das werden wir natürlich in irgendeiner Form weiterführen, wenn wir auch wieder in Deutschland sind. Ich glaube, wir genießen beide zu sehr die Freiheiten, die die Selbstständigkeit uns bietet. Wir sind beide auch richtig schlechte Esser, vor allem an so Tagen wie jetzt, an denen wir irgendwo hinfahren und Sachen erledigen müssen, vergessen wir eigentlich immer zu frühstücken. Deswegen müssen wir uns manchmal so eine Pause aufzwingen wie jetzt und einfach mal kurz die Zeit nehmen, um was zu essen. Wollt ihr irgendwann wieder sesshaft werden? Ja. Aber wobei ich sage, also sesshaft klingt jetzt vielleicht für manche Leute so, als ob wir uns irgendwo ein Haus oder eine Wohnung suchen wollen und dann nie wieder irgendwo hinreisen werden. Das sehe ich nicht so. Ich persönlich habe auf jeden Fall Lust auf ein Zuhause, wo man vor allem auch immer wieder hinkommen kann. Aber ich sehe mich auf jeden Fall schon immer wieder reisen, aber halt nicht jetzt auf, keine Ahnung, für die nächsten 10 Jahre nur on the road, so wie jetzt. Also bei mir wächst jetzt im Laufe dieser Reise immer mehr die Lust oder das Verlangen halt nach einem richtigen Wohnort, Wohnsitz. Wir sind jetzt schon 15 Monate auf dieser Reise und wir waren davor ein Jahr in Europa mit unserem Sprinter auf Reisen. Das sind jetzt schon über 2 Jahre, in denen wir in so einem kleinen Auto wohnen. Und ich habe einfach langsam wieder Lust darauf, einfach mehr Platz zu haben und eine ordentliche Wohnung zu haben mit mehreren Zimmern, dass man auch mal eine Tür zwischen sich schließen kann und nicht immer einen Meter neben der anderen Person sitzt. Also ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Me too. Weiter geht's. Wir haben noch ungefähr 70 Kilometer bis nach Windhoek, glaube ich. Yes. Wollen wir noch eine Frage beantworten? Ja. You got it? Wie wollen wir in Deutschland wohnen? Wie? Wie? Möglichst mit einem Dach über dem Kopf und 4 Wänden. Nein, also wir wollen... Also nicht mehr in einem Van auf jeden Fall, in einer Wohnung. Und auch nicht in einem
Tiny House, so wie sich das vielleicht manche Leute denken. Weil das, glaube ich, sowas ist, was viele vielleicht erwarten. Aber ich muss sagen, wenn wir irgendwann wieder da sind, nach jahrelangem Leben in einem Auto, habe ich eigentlich mal Lust auf ein Zuhause mit Platz, mit mehreren Räumen, wo man so Türen schließen kann und alles. Aber wir haben schon einige Ideen. Die werden wir natürlich auch mit euch teilen. Aber jetzt machen wir erstmal die Reise weiter. Yes. Aber es wird cool. Los geht's! Okay, jetzt alle bitte einmal Daumen drücken, dass unsere Ersatzteile angekommen sind. Yes, please. Danke. Eine Frage habe ich noch. Ja. Welches Klischee über Afrika hat sich am meisten bewahrheitet? Kannst du mal drüber nachdenken. Ah, da haben wir uns ja richtig was zum Nachdenken gegeben. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen schwierige Frage. Weil ja viele Klischees auch sehr problematisch sind und einfach die meisten Klischees eben nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist ziemlich heiß in den meisten Teilen des Kontinents, würde ich mal sagen. Zumindest war das, als wir halt gesagt haben, okay, wir reisen durch Afrika, als das der Plan war, war uns klar, dass es heiß wird. So. Und das ist wahr geworden, das stimmt. Wobei es ja auch unerwarteterweise ja auch immer wieder Abschnitte gab, wo das Wetter deutlich angenehmer war. Also in Angola hatten wir eine Zeit, wo es recht kühl war. Okay, was heißt kühl? Angenehm. Und jetzt hier in Namibia zum Beispiel in Swakopmund ist es ja auch ziemlich frisch. Und wenn wir halt früher im Jahr, also im deutschen Sommer, im südafrikanischen Winter in Südafrika gewesen wären, dann wäre es da auch kühl gewesen. Also ja, aber ja, irgendwie eine komische Frage. Ich weiß nicht, ob die Antwort euch befriedigt, aber that's what I'm gonna say. Nochmal kurz zur Erklärung. Wir sind hier, um Ersatzteile abzuholen, weil wir glauben, dass unsere Kupplung kaputt ist. Und deswegen haben wir schon vor 2 oder 3 Wochen hier bei diesem Shop angerufen, um eine neue Kupplung zu bestellen. Außerdem gibt es noch 1-2 andere Sachen, die wir machen wollen und müssen. Und haben zum Beispiel auch neue Filter bestellt, damit wir einen Ölwechsel machen können. Das müssen wir jetzt alles in den nächsten Tagen machen. Also wir hatten das ja so geplant, dass die Sachen jetzt heute ankommen. Das wurde uns nämlich gesagt. Und dass wir heute oder morgen dann zur Werkstatt gehen, die das alles reparieren und austauschen. Weil am Donnerstag, also in 3 Tagen, kommt meine Familie zu Besuch. Die fliegen nach Windhoek und reisen dann 2,5 Wochen mit uns durch Namibia. Und deswegen sind wir da jetzt natürlich so ein bisschen an den Zeitplan gebunden. Und wenn wir irgendwas im Auto machen wollen, dann jetzt vorher. Und bis Donnerstag muss halt das Auto wieder fertig und fresh sein. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich sehr, dass alles da ist. Tada! That's a lot. So, neue Filter. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh, okay, hast du alles bekommen? Ja, neue Filter haben wir. Und neues Set Kupplung. Eine Frage war noch, ob es einfach ist, Ersatzteile zu bekommen oder nicht. Dazu, also hier in Namibia ja, oder was heißt einfach, man bekommt sie. Wir haben jetzt auch ein bisschen gewartet, für die Teile haben wir echt vorher schon Wochen angerufen. Aber immerhin bekommt man sie. Aber alles in allem muss ich sagen, dass diese Annahme, die wir vorher hatten und die viele andere Menschen auch haben, dass man in ganz Afrika easy Ersatzteile für so ein altes Auto bekommt, hat sich nicht wirklich bewahrheitet. Und ich glaube, das hängt vor allem auch damit daran, dass in manchen Ländern zwar noch viele alte Autos rumfahren, aber wenn man die sich genauer anguckt, dann werden die auch nicht mehr wirklich repariert, sondern halt irgendwie noch zusammengeflickt. Ich glaube tatsächlich, dass man in vielen Ländern mit einem neueren Toyota, glaube ich, am einfachsten Ersatzteile bekommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass wir dieses Auto tauschen würden, aber wenn man Angst hat, dass man Ersatzteile nicht bekommt, dann wäre, glaube ich, ein neueres Auto vielleicht doch besser. Aber wir hatten ja riesen Glück, dass bei uns einfach nicht so viel kaputt gegangen ist. Genau. Autowerkstatt! So, dann klären wir mal, wann wir hier was machen können. Okay, morgen um 7.30 Uhr. Morgen um 7.30 Uhr? Naja, das ist. Die müssen ja. Das Getriebe rausnehmen. Sie hat jetzt gesagt, das ist mehr als ein Tag Arbeit, aber das glaube ich jetzt nicht. Also es dauert
Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit sie haben. Vielleicht können sie nur einen halben Tag dran arbeiten. Ja, aber ich weiß ja, wie viel Arbeit es ist, das rauszunehmen. Und das letzte Mal waren die super deutlich schneller. Der hat gesagt, als wir den neuen Stoßdämpfer vorne gemacht haben, hat er auch gesagt, das dauert irgendwie. Da kommt er auch morgens früh, das dauert nämlich 5 Stunden, dann war er irgendwie nach 2 fertig. Hier neben uns ist die Christuskirche. Das ist, glaube ich, eins der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Also auf jeden Fall, wenn man Windhoek googelt, dann findet man direkt diese Kirche. Und ich glaube, dass die deutsche Gemeinde beherbergt, glaube ich, oder? Ja, also dass da die deutsch-namibische Gemeinde ihre Gottesstätte hat. Mitten in der Stadt, ist sehr, sehr präsent im Stadtzentrum. Herzlich willkommen in Windhoek again. Zum wievielten Mal sind wir jetzt hergekommen? Ich glaube, das ist jetzt auch das dritte Mal, dass wir in einem Video sagen, herzlich willkommen in Windhoek. Naja, zum vorletzten Mal. Wir bleiben jetzt ein paar Tage hier und dann kommen meine Eltern. Und dann machen wir mit denen eine Rundtour und dann kommen wir noch einmal her. Und dann war's das. Dann reicht's. No more. Genau. Wir machen jetzt erstmal eine Entspannung auf dem Campingplatz und haben gerade ein FaceTime-Date mit... Dreimal dürft ihr raten, es sind Laura und André! Sag mal hallo! Hallo! In Schweden. Wir haben uns ein Jahr nicht mehr gesehen und wir sind immer noch regelmäßig im Kontakt und das ist sehr schön und ich freue mich schon, wenn wir im Schwedenhaus vorbeikommen bei den beiden. Wir haben 30 Grad und bei den beiden liegt Schnee. Ja, ist crazy. Ich glaube, der Vlog will den Schnee sehen. Wow! Schaut mal da. That's some serious snow. Crazy! Ja, ja. Ja, schön habt ihr es da in eurem Häuschen. Danke. Yes. Also, wir haben zwar keinen Schnee hier, sondern ungefähr 30 Grad mehr, aber tja. Eine weitere Frage war noch, wie waschen wir unsere Wäsche? Tatsächlich einfach gar nicht so oft, aber wenn wir zum Beispiel mal auf dem Campingplatz sind wie hier, dann nutzen wir manchmal einfach die Gelegenheit, dass wir halt mehr Wasser zur Verfügung haben und waschen von Hand. Oder falls wir mal in einem Airbnb sind, dann buchen wir immer eins, was eine Waschmaschine hat. Das eine oder andere Mal haben wir auch einen lokalen Wäscheservice in Anspruch genommen. Ja, irgendwie passt es am Ende dann immer, aber ja, passiert halt nicht so oft. Also wir tragen schon sehr lange dieselben Klamotten, muss man sagen. Alter, ist hier ein Chaos. Und wenn wir einkaufen, dann müssen wir immer erstmal alles hier reinschmeißen und dann am Campingplatz sortieren. Auch eine weitere Frage, ob wir das lokale Essen gut vertragen. Dazu muss man sagen, wir gehen gar nicht so oft essen, weil wir eigentlich hauptsächlich in der Natur stehen. Und ja, ich glaube, lokales Essen ist in unserem Fall eher, wenn wir auf die Märkte einkaufen, was ja bis Angola immer der Fall war, da sind wir eigentlich immer zu den lokalen Märkten gegangen, haben da das Obst und Gemüse gekauft, das haben wir sehr gut vertragen und die Male, die wir auch in lokalen Restaurants gewesen sind, haben wir es eigentlich auch immer ganz gut vertragen. Also wir hatten bis jetzt nie Probleme damit. Es ist mittlerweile spät geworden, es war ein langer Tag, jetzt ist es zum Glück auch abgekühlt. Und ich freue mich richtig aufs Essen. Sieht richtig gut aus. Letzte Frage. Wie funktioniert das mit dem veganen Kochen unterwegs? Top. Ja, es gab... Sorry, meine Nase läuft. Es gab Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger war. In Westafrika hatten wir, glaube ich, in kaum einem Land irgendwie so Ersatzprodukte gefunden. Außer Hafermilch, die gab es überall. Aber ansonsten haben wir uns dann auf Gemüse und Konserven und sowas beschränkt. Aber seit wir in Angola sind und jetzt auch Namibia, ist das einfach ein richtiger Himmel. Hier gibt es einfach Würstchen und Käse und Milch und Joghurt und sonst was. Aber wir haben ja
gelernt, auch ohne diesen ganzen Fancy-Zeug lecker zu kochen. Und es hat eigentlich die ganze Reise über richtig gut geklappt. Na dann, wir essen jetzt mal in Ruhe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich würde sagen, wir sehen euch nächste Woche wieder. Und dann sind wir nicht mehr alleine. Macht's gut, bis Sonntag. Tschüss.